Miriam Meckel ist bei mir. Herzlich willkommen. Sie gelten als Vordenkerin zum Thema Digitalisierung nicht zuletzt. Eine ganz einfache Frage zum Start. Wird die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändern? Oh ja, die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft gewaltig verändern. Und zwar, ich glaube, in jeder Hinsicht, die wir uns vorstellen können. Vom privaten Leben bis natürlich zum beruflichen Leben. In der Frage, wie wir uns bewegen im Alltag, unsere Mobilität. In der Frage, wie wir unser Essen bekommen und zubereiten. In der Frage, wie wir miteinander in der Familie oder im Job kommunizieren. Alles verändert sich durch Digitalisierung. Kann man sich darauf vorbereiten, auch so als Einzelperson? Ich glaube, die beste Vorbereitung ist, sich darauf einzulassen und das zu nutzen, was gute Netzwerke, wie wir sie heute hier jetzt ja finden, bieten, nämlich Information, Austausch, sich darüber verständigen, wo gibt es Probleme, was kann ich davon lernen, wie ein anderer die Probleme gelöst hat und selber ausprobieren und sich trauen, Mut zum Risiko haben, um wirklich sich da reinzuwerfen in das Thema. Yuval Harari, mit dem Sie ja bald den großen Event Morals and Machines machen, sagt er in seinen Büchern, er ist Bestsellerautor, Fortschritt muss nicht immer gut sein. Das hat die Lebensqualität der Menschen nicht immer nach oben gebracht, sozusagen. Sehen Sie das auch so kritisch oder sagen Sie, Fortschritt ist immer gut, man sollte alles machen, was wir auch machen können? Grundsätzlich bin ich ein bisschen positiver dem Fortschritt gegenüber eingestellt. Ich glaube, wenn wir uns das historisch anschauen, hat eigentlich jede technologische Entwicklung schon die Lebensbedingungen, die Lebensqualität der Menschen verbessert. Nicht unbedingt immer für alle gleich und nicht sofort. Das dauert schon eine Weile, aber grundsätzlich haben wir durch das, was geschehen ist, mit der Erfindung der Dampfmaschine, mit der Erfindung der Elektrizität, mit der Erfindung des Internets, haben wir schon sehr an Lebensqualität, auch an Annehmlichkeit in unserem Leben gewonnen. Und deshalb würde ich immer noch davon ausgehen, dass das erstmal so bleibt. Reden wir in Deutschland manchmal auch zu viel über Digitalisierung und handeln zu wenig? Sehen Sie vor allem die Unternehmen schon so richtig in Fahrt? Reden und Handeln gehören, glaube ich, zusammen. Ich glaube schon, dass man sich austauschen muss und dass man auch die Bedenken oder die Sorgen ernst nehmen muss, gerade wenn Unternehmer beispielsweise, Unternehmerinnen fragen, was bringt das denn jetzt für mein Unternehmen? Ja, ich muss riesige Investitionen tätigen, ich muss mich auf was ganz Neues einlassen. Darüber zu sprechen und auch sozusagen an Best-Practice-Modellen zu lernen, wie das funktionieren kann, das ist schon wichtig. Aber irgendwann muss man springen. Also nur reden reicht nicht, sondern das Reden dann in Handeln übersetzen, das ist das, was sozusagen Voraussetzung für jeden Erfolg ist. Und da sind wir manchmal in Deutschland ein bisschen zögerlich. Ich glaube, da dürften wir schneller sein. Und es wäre auch schön, wenn das ein oder andere Scheitern dann nicht dazu führt, dass man sagt, der hat es falsch gemacht, sondern, super, der hat einen Lernerfolg erzielt, weil jetzt weiß er, wie es richtig geht. Und das ist eine Haltung, die müssen wir noch ein bisschen entwickeln. Gerade in Deutschland, das können Sie im Silicon Valley besser mit dem Scheitern umgehen. Können wir hier Visionen entwickeln? Oder ist Vision entwickeln gerade für Unternehmer eigentlich schwer bei so vielen Variablen, bei so vielem, was passieren könnte oder auch nicht passieren könnte? Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, jetzt wirklich Visionen zu entwickeln, sondern eine Haltung zum eigenen Unternehmen und dem, was das Unternehmen tut, zu entwickeln. Das ist wichtig und die kommt aus dem, was die Kundinnen und Kunden wollen. Ne? Also sozusagen eine Haltung, wo man denkt, ich weiß besser, wie mein Produkt am Markt sein muss und wie ich den Markt bekehren kann. Das ist eine Haltung, die, glaube ich, nicht funktioniert. Eine Haltung, die fragt, was brauchen meine Kundinnen und Kunden, ob im B2C oder im B2B-Bereich und daraus abzuleiten, wie muss ich meine Produkte und meine Angebote machen. Das ist, glaube ich, der Weg, wie es geht. Das können natürlich die deutschen Unternehmen auch. Aber da dürfen wir auch noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Da sind die Amerikaner konsequenter, vielleicht radikaler in dieser Kundenorientierung. Und ich glaube, das ist der Weg zum Erfolg. Miriam Meckel, vielen Dank und viel Spaß auf der Veranstaltung. Dankeschön.